Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu der Let's Play The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Wir sind noch immer in Hateno und haben diesen Dude hier jetzt gesehen. Den reden wir jetzt mal. Wir haben in Hateno noch Quests, die wir machen. Auf entspannt. Ja, viel Spaß mit der Folge. Wenn euch das ganze Projekt gefällt, lasst gerne ein Like da, kommentiert es und abonniert kostenlos den Kanal. Und viel Spaß mit der Folge. Was will der? Balzai heißt der. Hihihi, hereinspaziert. Alter, das sieht so weird aus. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Ateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubinen färben wir dir dein Kleid in dem Lieblingston. Komm, lass uns loslegen. Oha, du hast ja wirklich ein schönes Parasegel. Wir färben jetzt nicht mehr nur Kleider, sondern bieten neuerdings auch eine Stofferneuerung an. Wenn du mir... So, jetzt habt ihr Ton auch. Sorry. Das vergesse ich jedes Mal. So, weiter im Text. Wenn du mir einen schönen Stoff bringst, kann ich dein Parasegel damit erneuern. Es ist immer schön, neue Kundschaften begrüßen zu dürfen. Deshalb erhältst du als kleines Geschenk diesen Stoff. Sargono-Stoff. Robuster Stoff im Sargono-Stil. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Okay, es heißt, er färbt Kleider. Kann ich meine Rüstung damit färben? Warst du bereits bei Sephyr am Eingang des Ortes? Das außergewöhnliche Muster dieses Stoffes stammt von Sargono, der berühmten Modeschöpferin. Stoff mit einzigartigen Mustern lassen sich übrigens in jeder Region finden. Denke an mich, wenn du mal einen neuen Stoff findest. Du solltest dein Parasegel sofort erneuern lassen, um modisch durch die Lüfte zu sausen. Das Färben deiner Kleider in der Farbe deiner Wahl sowie das Erneuern deines Parasegels mit deinem Stoff, beides kostet dich nur 20 Rubies. Okay, ich glaube, mein Parasegel sieht eh ein bisschen zerfleddert aus. Deswegen machen wir es neu. Normaler Stoff. Kleeblatt Kurierstoff. Pferdegutstoff. Und Mushroom Sargono Stoff. Nehmen wir den. Wir machen 20 Rubies, komm, let's go. Besten Dank, ich mache mich sofort an die Arbeit. Bitte warte einen Moment. Warum muss ich rein? Alles ist vorbereitet, gleich kann das Wunder beginnen. Und fertig! Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch im Laden. Bis bald. Was? Er schießt mich raus. Warum? Erstmal die Tipps gut machen. Aber warum? Aber das Parasegel sieht cool aus. Natürlich. Okay, der ist auch. Nee, wir sind in der Schule. Okay, wir gehen nochmal rein, um zu gucken, was er noch färben kann. Er schießt mich einfach raus. Hast du denn mal mit Zeit, dir mein Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Farbtechnik perfektionieren. Genau wie Sargono würde ich gerne Stoffe mit einzigartigem Design kreieren, aber so etwas selbst zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ich möchte ein Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleims anfertigen. Aber ich bin jetzt ängstlich, deshalb traue ich mich an Monster nicht heran. Ach, wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine keinen Feuerschleim und auch keinen Eisschleim, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. In diesem Institut auf dem Hügel hat bis vor kurzem ein alter Mann namens Robelio gearbeitet. Und er hat ein seltsames Gerät, das aus den Dingen, die man sich angesehen hat, Bilder macht. Er nannte das ein Fotomodul oder so ähnlich. Mit einem solchen Gerät könntest du ganz einfach Abbildungen für neue Stoffe anfertigen. Robelio ist allerdings noch nicht wieder ins Institut auf dem Hügel zurückgekehrt, aber vielleicht ist er am Spätposten. Okay, ich muss ihm ein Schleimdings machen. Kleidung färben. Nun denn, ich kann sowohl deine Kleider färben, als auch bei gefärbten Kleidern die Originalfarbe wiederherstellen. Ich möchte färben. Auch heute färben wir wieder mit Freude deine Garnitur. Wie immer, alles, was du trägst, auf einen Streich. Dann wähle die Farbe, mit der wir färben sollen. Das zu färbende Kleidungsstück ziehst du einfach an. Farbe wählen. Was?
Okay. Ich kann einfach die Dings färben. Was? Okay, diese Farbe können wir mit diesen Materialien hier erzielen. Wähle 5 davon aus. Aha. Gut, dann nehme ich die 20 Rubine, in Ordnung. Okay, ich kann. Ah, jetzt habe ich verschiedene Sets gefärbt. Ich habe ja unten die Zora-Rüstung noch an. Er lässt ihn einfach in ein Becken fallen. Sieht gut aus. Die Zora-Rüstung in Grau, fühle ich. Da haben wir uns selbst übertroffen. Kleider machen Leute und du bist gerade neu geboren worden. Wenn du noch einmal umfärben möchtest, wende dich an mich. Okay, da kann man so seine Rüstungen umfärben. Okay. Apfel. Okay. Die haben beide die Hüte auf. Wir haben erst einen gefunden. Das heißt, wir müssen. Den haben wir gefunden, oder? Letzte Folge. Der hat den Hut. Er hat den Hut nicht. Der kleine Stritzi. Bin kein Eindringling. Na dann muss ich dir ein bisschen was über das Dorf erzählen. Kennst du Prinzessin Zelda? Sie ist ganz toll und hat hier im Dorf sogar eine Schule aufgebaut. Aber niemand weiß, wo sie jetzt ist. Deshalb hat mein Papa Theno verlassen, um im Spähposten nach der Prinzessin zu suchen. Aber es läuft prima. Meine Mama und ich kriegen es gut hin, Wache zu halten. Die Bürgermeisterwahl gehört jetzt mal gewonnen. Deswegen schauen wir jetzt mal überall rein. Und alle, die was nicht zum komischen Hut auf haben. Müssen wir ansprechen und überzeugen und diese Hylia-Pilze geben. Aber irgendwie hier ist ein Ei. Das nehme ich mit. Sorry, Leute. Hier! Ich kenne diese Person nicht. Was machst du hier? Oh, jetzt wo ich ihn besser sehen kann, er ist wirklich attraktiv. Wenn du möchtest, hier bitte. What? Ich will dir eigentlich was schenken. Ach, ich war so angetan von dir, dass ich dir meine Kost. Ja, gib mir deine kostbaren Eier. Vergiss bitte, was heute geschehen ist. Kann ich nicht. In Ordnung. Es ist sinnlos, weiter mit jemandem zu reden, der nicht mitspielt, oder nicht? Brauchst du noch etwas? Hier, ein Hylia-Pilz. Du bringst mir den von Sangono? Oh, vielen Dank. Pilze kann man auf viele Weise zubereiten. Sie schmecken sogar roh. Also ja, ich mag Pilze. Aber ich rede hier von Essen. Pilzkleidung geht gar nicht. Bis vor kurzem wäre sowas in diesem Dorf völlig undenkbar gewesen. Die Bauernfamilie hier können damit auch nichts anfangen. Kann man es ihnen verübeln? Scheiße. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer gewinnt, sondern es haben beide so starke Argumente, dass ich nicht mich auf eine Seite schlagen kann. Irgendwie. Hier ist ein Besen. Hier ist ein Schuppen. Was für ein langer Besen. Wischmopp. Der Wischmopp ist gefühlt 3 Meter groß. Sind das Pfeile nach oben? So, es regnet, ich komme hier gar nicht drauf. Wir haben so eine rutschfeste Kleidung irgendwo. Hier haben wir sie. Wie das gut zusammenpasst. Es hat aufgehört zu regnen, genau wie ich mich umziehe. Oh, hier haben wir auch noch wen. Okay, ich komme hier nicht drauf. Let's go! Schade, dass sie nicht so aussehen wie bei Ocarina of Time und so.
Du bist ein Reisender, oder nicht? Ich würde auch gerne irgendwann auf Reisen gehen. Also irgendwann, ich würde schon langsam mal losgehen, sonst ist es ein bisschen zu spät. Ich habe gerade aber alle Hände voll damit zu tun, das Feld in der Nähe der Schule zu pflegen. Aber ein jeder von uns hat sein Los. Dann solltest du dich wohl mal wieder auf den Weg machen. Und ich werde mich meinen Aufgaben widmen, das Feld fruchtbar zu machen. Oh, kann ich dir helfen? Hier, ein Hylia-Pilz. Ein Geschenk von Sargono? Dankeschön. Die Welt der Mode dreht sich einfach zu schnell für uns alte Leute. Aber ich unterstütze jeden Bürgermeister, der dafür sorgt, dass die Jugend gerne in diesem Dorf lebt und bleibt. Okay. Sie läuft die ganze Zeit. Was machst du? Du bist sicher ein Abenteurer, oder? Du hast eine tolle Waffe, echt klasse, ich hab's mir schon gedacht. Abenteuer sind einfach von einem anderen Schlag. Ich stehe auf Schwerter und Bogen und Pfeile und solche Sachen. Wollen wir vielleicht Freunde sein? Wir sind Spione von Supazu. Aber das ist ein Geheimnis. Supazu ist der Held, der das Dorf beschützt. Ich bin Spion Nummer 1 und meine kleine Schwester Narua ist Nummer 2. Damit bist du Spion Nummer 3. Was ist er? Oh, das ist Azu, das ist der Held. Bist du der neue Lehrer? Mein Name ist Azu, das weißt du vielleicht schon, aber was du nicht weißt, meine Identität als Sohn des Besitzers des Krämerladens ist nur Tarnung. Ich bin Super Azu, Schütze der Gerechtigkeit. Oh, aber du darfst es den Erwachsenen im Dorf nicht erzählen, das muss ein Geheimnis bleiben. So, dann trete ich jetzt meine Patrouille an. Bis später. Hier ist das School. Sieht ja komisch aus, ist hier der Lehrplan. Wir suchen dringend Lehrer. Wie bei uns auch. Willst du die Kinder fürs Lernen begeistern? Auch Neueinsteiger sind willkommen. Weitere Informationen bei allen Lehrern erhältlich. Das Besitzen im Unterricht, das Beisitzen im Unterricht ist ebenfalls möglich. Simin, Simin. Was geht ab? Ich war so der grauenhafte Schüler in meiner Schulzeit. Crazy. Sefaro, heute werde ich. Ich könnte dieses Buch lesen, die Geschichte des Schicke-Stamms. Mal sehen. Warte mal. Der Stamm der Schicke verfügt über großes Wissen und fortschrittliche Technologie. Damit könnten sich Entscheidende zur Versiegelung der großen Verheerung vor 10.000 Jahren beitragen. Allerdings wurde ihre Technologie danach als Bedrohung für das Land gesehen und die Schicke wurden vertrieben. Was, sie wurden vertrieben? So kam es, dass manche von ihnen das Königreich als Feind ansahen und sich der Jägerbande zusammenschlossen. Auch heute noch arbeiten sie im Verborgenen daran, das Königreich zu zerstören. Was? Der Stamm der Schicke, das sind doch die, die in Kakariko nordwestlich von hier leben, oder nicht? Dort ist doch jeder herzensgut und trotzdem haben sich manche so einer bösen Organisation angeschlossen. Sorry fürs Belauschen, Seefahrer. Wow, wer bist du denn eigentlich? Erschreck mich doch nicht so. Glaub ja nicht, ich würde mich verstecken, um heimlich zu lernen, hörst du? Alter, du brauchst nicht heimlich zu lernen, lernen ist eh cool. Hä? Wo ist der Lehrer? Hier. Smin! Smin! Aber ja doch, was ist denn? Ach, du bist es, Link. Wir haben uns ja seit Ewigkeiten nicht mehr. Link, du bist zurück! What? Oh ja, Verzeihung, mein Überschwang. Ganz offensichtlich bist du zurück. Und das ist dann wohl das Prinzessin Zelda? Leider nein. Ich hatte es schon befürchtet, als ich dich allein hier sah. Also die Prinzessin Zelda weiterhin wie von dem Erdboden verschluckt? Wusstest du, dass diese Schule hier auf Geheiß von Prinzessin Zelda erbaut worden ist? Eigentlich gut. Die Kinder liegen ihr so sehr am Herzen, sie würde bestimmt als allererstes hier vorbeischauen, wenn sie wieder auftaucht. Ich unterrichte jetzt die Geschichte, ein Fach, das Prinzessin sehr am Herzen lag. Nächstes Thema ist die Verehrung. Ja, nun, Link, wenn du möchtest, kannst du gerne im Unterricht beiwohnen. Hättest du Lust? Eher nicht so. Der Unterricht beginnt morgens und endet so gegen Mittag. Komm gerne ins Klassenzimmer ins Erdgeschoss. Mann. Will ich die Geschichte hören? Das ist ein ganzer Vormittag. Hier ist ein Brunnen. Ich wollte nicht drüber springen, sondern reinfallen.
ist hier irgendwas? Bomben! Dankeschön. Von denen muss ich ein Foto machen. Oder? Er will safe ein Foto. Wie ich einfach immer so random. Ich weiß nicht, ob er einen blauen Schleim will oder ob er das sind ultimativ viele. Bomben! Bomben können wir immer brauchen. Ich will einfach das stärkste Dings. Und ich muss nochmal zu den Geronen, um so ein Schwertding zu finden. Okay, so geht's nicht. Wo sind meine Helferlein? Hallo? Was entlassen? Jetzt kann ich mit Bomben. Okay, Leute. Okay, Leute, wir schmeißen eine Feuerdings drauf. Feuertannenzapfen, wie heißt das Ding? Wir haben es gleich. Hier, Feuerfrucht. Fang! Stirb! Let's go! Stirb! Das? Das ist ja keine Fledermaus. Habe ich irgendwas, wo ich Feuer machen kann? Das Ding ist ja richtig ekelhaft. Ihh. Stirb! Was war das? Das ist eine Fledermaus? Geht die Hölle? Was für eine geheime Höhle, eine große. Goshin-Schild! Statt dem scheiß Schlitten. Ich muss das wieder zurück, weil da ging es auch weiter. Wir gucken, was passiert. Hier ist auch ein Brunnen. Okay. Okay, das wollen wir nicht nehmen. Das nehmen wir. Schauen wir mal, was es macht. Gut. Hier sind nur Gegner, oder? Okay, er schlägt eins ein, danke für gar nichts. Es geht mit dem nicht. Ich kann Bomben jetzt machen. Ich kann einfach Bomben machen. Wie blöd. Ich wollte die Bomben eigentlich aufheben. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Nee, komm schon. Ja, ich mag's mit dem Schwert. Das bringt uns nichts. Hick!
Alter, was ist das? Das ist einfach der Boss. So ein Weißer. Was ist das? Silberner Horrorblimhorn? Gebogenes Horn mit extrem harter Spitze, befestigt eine Waffe, um die Angriffskraft extrem zu steigern. Oder koche es mit kleinen Mediziner zu stellen. Alter. Fand ich halt. Okay. Gehen wir da rauf. Nehmen wir mit. Hä? Da geht's im Kreis, oder? Das ist so eine Kreishülle. Alter, ich liebe diese Sense. Da bin ich gekommen. Also da gibt's keinen so einen Frosch. Ich hätte jetzt nämlich keinen gesehen. Oder... Hier müssen wir noch durch, okay. I see. Was? Wo kommt der auf einmal her? Der macht ja so Steine, oder? Komm, mach den Maul auf. Gut. Was? Wie komisch das war, oder? Seid ehrlich? YouTube? Hallo? Für euch war das auch komisch? Für mich auch. Sanshin Kurzschwert. Oh mein Gott, das knallte richtig. Plus Angriffskraft. Diese Ritter Zweihänder fühle ich sowieso nicht so. Sehr gut. Aber jetzt haben wir noch diese Wand hier vor uns. Da muss irgendwas drinnen sein. Habe ich mein Schwert gedamaged. Bin nichts. Okay. Okay. Wir haben es einfach. Keine Ahnung, was da unten drinnen war. Nichts einfach. Ey, was geht? Du geiler Steinbock. So, ins nächste Haus würde ich sagen. Ah, warte mal, hier war auch was. Oh!
Was machst du hier? Das ist Privatbesitz. Ich weiß nicht, aus welchem Loch du gekrochen bist, aber hier befindet sich Geheimdokument der höchsten Tragweite. Es könnte das gesamte Dorfleben revolutionieren, aber das geht dich nichts an. Alter, ich bin einfach reingegangen. Er lässt die Tür einfach offen. Irgendwas war ja mit dem. Glaubt ihr, ich muss von unten rein? Dass ich im Brunnen und dann so mit dieser Fähigkeit hier unten reinkomme? Das wird Sinn machen, oder? Alter, es schläft einfach da. Ich komme einfach ganz Fremder ins Haus. Ich möchte der Sache noch auf den Bürgermeisterwahl, noch vor der Bürgermeisterwahl auf den Grund gehen. Deshalb war ich auf der Suche nach jemandem wie dir, der mir zuhört. Es muss mittags passieren, wenn mein Mann nicht drinnen ist. Ich muss einfach wissen, was er in unserer Hütte treibt. Da es sich nicht über mich bringen, nachzuspielen, musst du das für mich tun. Natürlich bezahle ich auch dafür. Erst recht, wenn du es irgendwie in die verschlossene Hütte schaffst. Er passt keinenfalls durchs Fenster, aber vielleicht kann er ja ein Loch graben. Fragt sich nur wo. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich hier unten beim Brunnen genau drunter stehen kann und mich hochballern kann. Das machen wir auch noch. Aber zuerst hier rein. Er hat noch keinen Hut. Den habe ich schon eins gegeben, oder? Nee, möchte ich nicht. Noch nicht. Ja! Ah, ich muss immer B drücken. Sie hat einen Hut. Hey, das ist nervig. Hat auch übelst. Hier waren wir schon. Waren wir hier drinnen? Jo, wer zu Hause? Okay, oh mein Gott, gerade noch durchgekommen. Er hat auch Mut. Er hat auch Mut. Ist nicht so geil. Da ist sogar die Bettwäsche von hier. Lol. Da ist sie selbst drinnen. Da drüben ist der Krämerladen. Da oben war ich noch nicht. Guck. Er hat auch einen Hut. Er hat auch einen Hut und eine Quest. Feuer der Liebe. Ich wünschte, sie blieben die Liebe. Was ist los? Kannst du mir ruhig sagen, mein sagenhafte Unauffälligkeit gekleideter Freund. Du siehst aus, als wärst du auf Reisen hier im Dorf. Hier im Dorf ist es friedlich, aber die Welt da draußen ist voller Gefahr. Deshalb postiere ich mich hierhin und behalte Fräulein Eve im Auge, damit kein Fremder sie anquatscht. Also ich will damit sagen, ich halte Wache über das Dorf und passe auf, dass kein Fremder den Frieden stört. Eve, Fräulein, es heißt Fräulein. Fräulein Eve ist, wenn man so will, die Empfangsdame vom Krämerladen Mistral. Mir ist ja total recht, wenn du Fräulein Eve triffst und so, nur... Na, übertreib's nicht mit der bin nicht von hier und brauche Hilfe Unschuldstour, ja? Was? Wobei eh niemand unschuldiger und hübscher aussieht als ich. Ja. Also ich hätte da mal eine Frage. Was meinst du, was mein Fräulein Evi vom Krämerladen Mistral schenken könnte? Was würde ihr gefallen? Ich frag nicht für mich, der Freund eines Freundes hat mich im Rat gebeten und ich tue mich sehr schwer damit. Ich kann sie ja schlecht direkt fragen, also hilf mir doch mal auf die Sprünge, wenn dir was einfällt. Okay. Alter, das ist alles so weird. Hier ist eine Fahne.
gerostete Hellebarde. Hier ist ein Grog! Hier ist safe ein Grog. Wusste ich's. Rüstungskappen! Die Schuppen dieses lebenden Fossils sind hart wie Panzer. Als Gorg zerstärkt sich Knochen und somit deine Abwehr. Okay, ich bin ihm so raufgesprungen. Wo geht dieser Fluss lang? Hä? Geht er da rein, oder? Okay, wir schauen mal da oben jetzt. Oh mein Gott, wir sind schon wieder bei 31. Hey, 30 Minuten gehen so schnell rum! Wahnsinn! Ja, dann danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es heißt, wer wird Bürgermeister? Ich hoffe, wir bringen es in der nächsten Folge zusammen und schauen, was der Typ in seinen Schuppen macht. Dankeschön, schönen Tag. Tschüss.